Ehren. Er allein ist würdig, dass man ihm alle Ehre, Anbetung und Lob darbringt. Amen. Jesus, du bist so gut. Ich danke dir von Herzen. Ich danke, dass wir jetzt in deinem Haus hier sein dürfen, dich anbeten dürfen, dir von Herzen danken für deinen Frieden, den du schenkst, Jesus. Da draußen ist so viel Unheil, so viel Unruhe, so viel, was wir nicht verstehen. Aber du bist Gott und du hast alles in Kontrolle. Wir vertrauen dir, Vater, wir vertrauen dir von Herzen, dass du auch unser Leben in deiner Hand hältst. Und du hast gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Ich danke dir, Jesus, für diese Zuversicht. Ich danke für den Trost. Ich danke dir für die Freude, die du immer wieder neu uns in die Herzen gibst. Danke, Jesus. Danke auch für dein Wort, dass wir immer wieder aus deinem Wort schöpfen dürfen. So vieles, was du uns immer wieder neu schenkst. Ich danke, Jesus. Amen. Amen. Ich will mit einem Psalmwort beginnen. Psalm 96, Vers 3 und 6. Da ruft uns der Psalmist auf, etwas zu tun. Er sagt, er erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit und unter allen Völkern von seinem Wunder. Nochmal erzählt, nochmal zurück. Er erzählt unter den Heiden. Wer sind die Heiden? Ehemalige. Nee, wir waren heute keine Heiden mehr. Nee, das geht nicht. Wir sind heute keine Heiden mehr. Amen. Wir gehören zum Volk Gottes. Wir gehören zum Volk Israel. Wir sind eingepropft. Wir gehören da hinein. Wir sind keine Heiden mehr. Sag mal deinem Nachbarn, er ist kein Heide. Wir sind erlöst durch das Blut von Jesus Christus. Amen. Das ist so kostbar. Es ist so kostbar zu wissen. Wir sind erlöst, wir sind begnadigt und wir sind seine Geliebte. Erzähl darum, wenn du kein Heide mehr bist, erzähl unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Vers 6. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Das sind so Worte, die wir nicht jeden Tag benutzen, oder? Pracht und Majestät und Stärke, Herrlichkeit, Heiligtum, die gebrauchen wir nicht jedes Mal, ne, in unserem Alltag. Aber Jesus sagt, oder die Bibel sagt, und die fordert uns auf, tut das, erhebt Gott, also Pracht und Majestät und Herrlichkeit, Stärke vor seinem Angesicht. Wie sollen wir das tun? Jetzt ist die Frage. Wie sollen wir es tun? Was ist eigentlich die Herrlichkeit Gottes? Wir haben gerade gesungen von der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, haben wir gebetet sogar. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Wir spüren das. Wir wissen, dass er da ist nach seinen Versprechungen, nach seiner Verheißung. Aber wie geht es? Was ist das eigentlich noch? Wo ist sie zu finden? Wie kann ich sie in meinem Leben erleben? Kann ich Gott so nahe kommen, dass ich jederzeit diese Herrlichkeit spüren kann? Kann ich Gott nahe kommen? Kann ein Mensch überhaupt in die Herrlichkeit Gottes reinkommen? Kann der Mensch überhaupt die Stärke, die Majestät und alles, was Gott ist, in seiner... Können wir als Menschen das sein? Können wir das erleben? Wir wissen, Gott ist heilig. Amen. Gott ist heilig. Und der Mensch ist sündig, sagt die Bibel. Aber wie kann ein Mensch in diese Herrlichkeit Gottes reinkommen? Wie kann ein Mensch mit Gott Gemeinschaft haben? Was ist Heiligkeit? Was ist Herrlichkeit? Die Herrlichkeit Gottes wird so oft in der Bibel beschrieben. Und in jedem kleinen Detail will uns die Bibel erklären, was die Heiligkeit, was die Shechinah Gottes ist. Was ist das? Das Volk Israel hat oft, Shechinah heißt in Hebräisch, oder heißt das Wort hebräisches Wort, heißt Herrlichkeit. Oder das Wort Kavod Yahweh heißt, oder Kavod Adonai, Lichtherrlichkeit Gottes. Shechinah, Herrlichkeit. In Hebräisch, in Griechisch heißt es Dotza. Dotza, die Herrlichkeit. Dotza Kyrie, die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des Königs. Was heißt es? Wie kommt man dahin? Und was tut man da, dass man da diese Herrlichkeit erfährt? Das Volk Israel hatte oft das erfahren.
wie wir die Bibel gelesen haben schon, ich hoffe, dass wir sie schon gelesen haben, wie wir das Alte Testament gelesen haben, wir lesen bestimmt oft im Neuen Testament, oder? Von Levitikus da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht, oder ja, 4. Mose ist nicht so, denkst, ja, die Geschichten, aber das ist so wichtig. Die alte Geschichten zu wissen, was tat da Gott mit dem Volk Israel? Wie sprach er zu ihnen? Wie war er da in ihrer, oder wie kam er in ihre Gegenwart? Was wollte er eigentlich von seinem Volk? Wie manifestierte die Herrlichkeit Gottes sich da in oder im Volk Israel? Und die erste Begegnung haben wir aufgezählt, wo haben wir wirklich die Herrlichkeit Gottes, wo sahen wir die Herrlichkeit Gottes, wo kam die Herrlichkeit Gottes so stark auf die Menschen. Und die erste Begegnung ist schon im Garten Eden. Ich weiß nicht, als zur Herrlichkeit Gottes, aber ich glaube schon, als Gott jeden Abend zu den Menschen kam, in der Kühle des Abends, sagt uns die Bibel, und er sprach mit den Menschen. Ich glaube, wenn Gott da ist, dann ist schon die Herrlichkeit. Amen. Wenn Gott nahe ist, wenn Gott ganz nahe den Menschen ist, ist die Herrlichkeit, weil Gott ist die Shekinah, weil Gott ist die Doza. Er ist dort, wo die Menschen auch ihn anbeten. Er ist dort, wo Menschen ihn ehren. Er ist dort, wo Menschen wirklich ihn suchen. Und die Herrlichkeit kommt. Und die erste, wie gesagt, Begegnung ist dort im Garten Eden. Aber das dauerte nicht lange. Irgendwann haben die Menschen sich anders entschieden, warum auch immer. Sie wollten eine andere Stimme mehr Gehör schenken als Gott. Aber Gott, wisst ihr, er ließ die Menschen nicht einfach so laufen. In Genesis Kapitel 3, Vers 24 sagt uns, bestimmt war es Mose, der das Buch geschrieben, ein interessantes Wort. Als da die Menschen aus dem Garten Eden ausgetrieben worden sind und er trieb den Menschen und ließ aus dem Garten, und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Schaut mal, als die Menschen da gesündigt haben und wo Gott gesagt hat, von diesem Baum dürft ihr nicht essen, keine Frucht, da haben die Menschen versagt. Und Gott hat den Baum zum Baum des Lebens jetzt den Weg versperrt. Er hat ein Cherubim, oder die, wird gesagt, die Bibel sagt, die Cherubim hingestellt und sie lagerten und die Flamme des blitzenden Schwertes. Das Wort lagern, da ist das Wort Shekinah drin. Das heißt, lagern oder zelten, der Cherub zeltete hier in diesem Garten mit unseren menschlichen Worten, er lagerte sich, und das Wort Shekinah ist in diesem Wort lagern. Es heißt, die mächtige, starke, wirklich Herrlichkeit Gottes war vor diesem Garten. Gott versperrte mit seiner Herrlichkeit jedem Unreinen, alles, was nicht zu Gott gehört, alles, was gegen Gott, alles, was da wirklich sich gegen Gott manifestiert an diesem Moment. Er lagerte sich, damit niemand, keiner diesen Baum betreten kann. Oder von der Frucht von diesem Baum essen kann. Die Shekinah. Shekinah war da hier. Und noch im anderen, eine Flamme des blitzenden Schwertes. Gott manifestierte sich hier als seine Shekinah, seine Herrlichkeit, als eine Flamme. Und Gottes, wenn wir jetzt weiter in die Bibel, wir kommen gleich auch zum anderen Bibelversen, wird Gott sich jedes Mal als Flamme, als Glanz, als Licht, als Herrlichkeit den Menschen offenbaren. Und hier war die Flamme Gottes, die hatte verspürt, dass nichts und niemand hier wirklich an diesen Baum nahe kommt. Oder wir lesen in 1. Mose Kapitel 15, geht es weiter in Vers 17 und 18. Da hat Gott sich auf andere Weise dem Abraham offenbart. Und da lesen wir, und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Nochmal zurück zur Geschichte. Abraham, er begegnet Gott, oder Gott eigentlich begegnet in dieser Nacht Abraham und sagt, Abraham, ich bin dein großes Schild.
Ich will dich beschützen, egal wo du hingehst, egal wie es dir gehen wird, ich will dich beschützen. Und dann sagt Abraham, Gott, alles gut. Das ist gut, ich freue mich, aber ich habe keine Nachkommen. Ich habe niemand, der nach mir mein Haus führen wird. Und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass du Nachkommen kriegst. Und dass deine Nachkommen, die werden die Tore des Feinde, der Feinde besitzen. Er sagt, wie geht es? Ich weiß nicht, bis jetzt war noch nichts. Meine Frau ist unfruchtbar, bei uns ist nichts. Und dann sagt Gott, ey, Abraham, geh mal raus. Geh mal raus aus deinem Zelt und schau mal die Sterne an. Kannst du sie zählen? Und Abraham, er konnte bestimmt die Sterne nicht zählen. Es war zu viel. Es war zu viel. Wird gesagt, dass wir Menschen mit unseren bloßen Augen vielleicht 3000 Sterne zählen können. Aber wenn man eine Milchstraße mit Milliarden von Sternen anfängt zu zählen, da kommen wir bestimmt in Stocken. Ne? Passt nicht. Okay. Und da sagt Gott, okay, und jetzt will ich was machen mit dir. Ich will einen Bund mit dir schließen und du sollst wissen, dass ich da bin. Dass ich diesen Bund mit dir schließen werde und dass du hier wirklich sehen kannst, dass ich dein Gott bin. Und siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Sticken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Und Gott manifestierte sich hier. Abraham, wissen wir aus der Geschichte, ist eingeschlafen, dann kamen die Raubvögel und er hat die weggescheucht alle. Und dann in der Finsternis, wo alles dunkel geworden ist, kommt Gott. Und Gottes Herrlichkeit hat sich hier auf die andere Art und Weise manifestiert. Durch einen rauchenden Glutofen und eine Feuerfackel. Wow, das ist so stark. Und Abraham ist aufgewacht. Er sah, dass da durch die zwei Stücken, die Rinder waren zerteilt, die Stiere und die Vögel lagen da. Und Gott geht durch. Gott zeigt seine Herrlichkeit. Ich bin da, Abraham. Ich bin dein Gott. Die Herrlichkeit Gottes manifestierte sich hier auf diese wunderbare Art und Weise. Wir gehen weiter zum zweiten Buch Mose, Kapitel 3, wo sehr bekannt uns die Geschichte auch aus der Kinderstunde bestimmt, wo Mose Gott begegnete, wo Gott Moses rief und er wollte, dass Moses sein Volk Israel aus der Knechtschaft rausführt. Und Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Horeb, in den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger. Ist heiliges Land. Nochmal eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Moses, er ahnte nicht, er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommen wird. Er ist 40 Jahre in Ägypten, dann haut er ab von dem Pharao, weil er einen Mensch umgebracht hat. Er dachte, okay, Pharao kommt ihm nach und wird ihn töten und er geht weg, er geht in die Wüste und wird 40 Jahre ein Hirte. Und er dachte, okay, mit meinem Leben habe ich abgeschlossen, 80 Jahre, okay, kann ich noch ein paar Jahre leben, vielleicht 120, schrieb er später, aber wie auch immer, ich bleibe hier in der Wüste. Gott sagt, nee, Mose, ich habe noch einen Plan für dich. Mit 80 Jahren beginnt nur erst richtig dein Leben. Mein lieber Geschwister, wer 80 Jahre geworden ist, da beginnt richtig das Leben. Da beginnt das Feuer Gottes wirklich. Wenn wir aufpassen, wir können sagen, nee, ist okay, ich gehe irgendwann aus. Nee, da beginnt es richtig. Ich sag's euch, wenn das Feuer Gottes kommt, da haben wir keine Chance. Amen. Da, Mose hat keine Chance. Er hat gesagt, nee, ich kann nicht reden, was auch immer da. Er sagte, Gott sagt, Mose, ich habe dich ausgesucht.
ich will mit dir was tun. Er sagt, ich kann, nein, das geht nicht, das geht nicht. Er sagt, doch. Aber bevor, sah er den Dornbusch. Und in Dornbusch, da wird gesagt, ein Engel sprach zu ihm. Und es war Jesus. Später wissen wir, es war Gott, der in diesem Dornbusch zu ihm gesprochen hat. Das war Jesus, das war Gott, das war das Wort, das Logos, das ewige Logos. Es sprach zu Mose: Moses, Moses, zieh deine Schuhe aus. Dieser Ort, wo du stehst, ist ein heiliger Ort. Und dann ruft ihn und Moses widerspricht. Und doch geht er eines Tages. Und ich glaube, dieser Dornbusch, ein Bild auf das, was viele, viele Jahrhunderte später passieren wird. Auch eines Tages wird der Sohn Gottes eine Dornenkrone tragen. Nicht, weil er es wollte, aber weil ihm die Soldaten aufgesetzt haben. Aus Spaß, aus Jux. Und er trug diese Dornenkronen. Und das Feuer kam auf ihn. Das Gericht Gottes kam auf ihn. Er hängt am Kreuze. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber das Gericht Gottes musste sich an ihm wirklich vollziehen. Er nahm das auf sich freiwillig, nicht weil er wirklich was ist gut im Himmel ging. Er sagte, okay, ich bin der Herr der Herrlichkeit, aber ich will, dass auch meine Kinder, dass sie diese Herrlichkeit erleben, weil er wusste, das Volk geht zugrunde ohne diese Gnade. Er hat den Weg in das Allerheiligste getan. Und darum kam die Shechina, kam die Dotza auf die Erde mit Jesus. In 2. Mose, Kapitel 13, ist das Volk Israel unterwegs. Und Gott ließ einfach das Volk Israel nicht einfach so laufen, okay? Die sind aus Ägypten ausgezogen und jetzt geht. Irgendwo findet ihr schon den Weg ins gelobte Land. Nein, Gott hat sich entschieden, unter dem Volk zu leben, unter dem Volk zu sein. Meine Lieben, und das ist, was mich immer wieder fasziniert, dass Gott uns nicht alleine heute lässt. Wenn wir auch manchmal denken, ich bin alleine und verlassen. Wer denkt schon an mich? Auch meine Fragen, meine Probleme. Auch wenn auch die Krankheit da ist. Meine Lieben, Gott ist da. Gott ist dir nahe. Gott ist mir nahe. Gott ist uns nahe. Er ist ganz nahe. Die Shechina Gottes, die ist in uns heute, weil Christus heute alles getan hat dafür, dass die Shechina in uns leben kann. Und hier hat sich Gott manifestiert, ganz stark, ganz arg, im Vers 21, 22. Und der Herr zog vor ihnen her. Nicht zuerst mit ihnen, aber er sagt, ich gehe vor. Ich gehe vor, dass ihr den Weg kennt. Er zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht sehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch bei der Feuersäule bei Nacht. Das ist so stark. Das ist so stark. Vater, segne diese Menschen dort. Im Namen von Jesus. Das ist so stark hier gewesen, dass Gott sagt, er hat sich entschieden, ich will vorausgehen, bei Tag und bei Nacht, damit das Volk immer wieder weiter und weiter gehen kann. Das Volk nicht stehen bleibt. Und so geht Gott heute mit uns. Er geht mit uns, dass wir nicht stehen bleiben. Die Shechina ist auf uns, in uns, dass wir weitergehen, egal ob Tag oder Nacht. Ob in Nacht in unserem Leben ist, Gott ist da. Und da sagte er, dass sie den rechten Weg zu führen. Und die Wolkensäule wich nie vor dem Volk bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Gott hat sich entschieden, mit seinem Volk weiterzugehen. Und Gott hat sich entschieden, wirklich diesen Weg zu gehen. Und ich habe gedacht, die Menschen da, die waren wirklich, das war ganz normal für sie, schon jeden Morgen aufstehen und Manna zu sammeln, oder? Jeden Morgen stehen die auf und sammeln Manna. Ab und zu, ich weiß nicht, wie oft kam auf Fleisch, ne? Die haben auch Fleisch gegessen, aber eines Tages haben die so viel gegessen, dass es geäckelt hatte.
Ich konnte nicht mehr das Fleisch essen. Aber Gott, wenn Gott schon was gibt, dann gibt er in der Fülle. Aber wir entscheiden, was wir tun mit dem, was Gott gibt. Und sie stehen auf und die essen Manna. Und sie sind so gewohnt schon, dass Gott alles in Fülle und Hülle gibt. Und ich glaube, wir Christen, wir sind auch schon so gewohnt, dass wir jeden Morgen aufstehen gesund, dass wir aufstehen zum Gottesdienst gehen, dass wir aufstehen und unser Kühlschrank ist voll, dass wir aufstehen und uns geht's gut. Und wisst ihr, auch mit Gott kann man wirklich, das ist, auch Gott kann eine Gewöhnungssache, werde ich sagen, werden. Gottesdienst ganz normal, ich bin da, ich habe überhaupt ein Kreuzchen oder ein Häkchen gemacht, ich war da. Aber meine Lieben, Gott will keine Gewöhnungssachen in unserem Herzen. Gott will mehr, Gott will Beziehungen. Gott will, dass meine Beziehung zu ihm stimmt. Und Gott war hier, er zeltete hier. Aber die Leute, die waren so gewohnt schon, dass Gott da ist. Die schauten schon ihn nicht. Die haben ihr Leben weitergelebt. Die haben weiter gesündigt. Und was mich sehr, sehr entrüstet hat eines Tages, wo ich in Amos gelesen habe, in Kapitel 5, Vers 25 und 26, wo Gott ganz konkret zu Volk Israel sagt, habt ihr nicht eure Götzenbilder auf euren Schultern getragen, die alle 40 Jahre? Ich war bei euch, ich war mit euch, ich habe euch gefüttert, ich habe euch alles gegeben. Habt ihr nicht in dieser Zeit auch eure Götzenbilder getragen? Und so kann es auch in unserem Leben sein, als Christen, meine Lieben. Wir sind erlöst, wir wissen, unser Name steht im Himmel angeschrieben. Wir können trotzdem die Götzenbilder auf unseren Schultern tragen. Was bedeutet, was heißt das? Was ist ein Götzen heute in unserem Leben? Wir tragen keine Götzen, keine Aschera-Bilder und kein, wie auch immer die heißen. Was kann das in unserem Leben sein? Bitteschön. Geld. Ja, ganz kurz, Geld. Ja, dann komme ich ja. Geld, wirklich, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Mammon heute. Ja, ja, uns geht's so gut. Und wisst ihr, ich habe schon das gesagt, dass die Statistik sagt, im letzten Jahr, 2018, sind 463.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten in Deutschland. 436.000 aus der katholischen und evangelischen Kirche. Und wisst ihr, der wichtigste Grund, was sie angeben? Geld. Geld. Das ist zu viel. Gewiss ist es zu viel. Aber je nachdem, wenn man das anschaut, ne? Aber dass der Mensch sagt, ist zu viel in einem Wohlstandsland. Und das ist das größte Übel heute im Land. Wenn den Menschen es gut geht, wenn die Menschen alles haben, die vergessen, von wo das kommt. Wie das Volk Israel, ihnen ging es gut in der Wüste. Keine Arbeit, kein Sozialamt, nichts. Gott regnet und die Manna, die essen alles gut, die brauchen nichts. Aber wenn den Menschen gut geht, meine Lieben, aber ich glaube, es wird nicht lang dauern, auch in Deutschland. Gott erschüttert, Hebräer 12, er sagt, ich werde nochmal erschüttern, nicht nur die Erde, sondern den Himmel. Und da ist jedes Mal, die Geschichte wiederholt sich. Gott wird eines Tages auch uns Menschen hier erschüttern, dass wir dran denken, dass es nicht einfach so einfach weitergeht. Wir können in unserem Leben weiterleben und lauwarme Christen bleiben. Gott will, dass wir heiß für ihn, brennen für ihn. Er hat gesagt, entweder warm, entweder heiß oder kalt. Ne? Und das, was ich glaube, dass Gott nochmal irgendwann auch unser Land erschüttern wird. Und da beten. Da wollen wir beten, oder? Sind wir bereit? Aber wenn Gott kommt, dann ist es nicht angenehm oft in uns Christen. Aber das brauchen wir. Wir brauchen Erschütterung. Wir brauchen Erweckung. Und Erweckung kommt dann, wenn Erschütterungen kommen. Wenn die Menschen erkennen, es geht nicht mehr so weiter. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Wie war es in diesem Jahr mit der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben? Hat Gottes Schechina dein Denken verändert? Ihr habt mir diese Frage gestellt. Ich frage mich zuerst. Hat die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, mein Denken, mein Leben verändert ein Stück weit zu Gott hin? Oder bin ich geblieben, so wie ich letztes Jahr war? Meine Lieben, wenn wir nicht verändert werden,
wenn unser Leben nicht anders wird, wenn das Denken nicht anders wird, wenn wir so leben, wie wir vor 30 Jahren gelebt haben, dann bringt das Christentum mir überhaupt nichts. Dann hat es keinen Sinn. Ich muss verändert werden. Die Bibel sagt, von einem Glauben zum anderen, von einer Kraft zur anderen, von einer Herrlichkeit zur anderen. Wenn mein Leben keine Veränderungen, wenn in meinem Leben keine Veränderungen stattgefunden haben, dann stimmt was nicht. Dann muss ich mich fragen, wo ist das Problem? Was tue ich falsch? Warum ist die Kraft Gottes nicht in mir wirksam? Wo ist die Schechina? Wo kann sie nicht in mir so wirken, wie Gott will? Mein Lieben, das ist so wichtig, dass wir gerade am Ende des Jahres uns diese Fragen stellen. Herr, was ist in meinem Leben noch? Wie geht es weiter? Was ist da, was dir nicht gefällt? Das ist so wichtig, dass wir immer wieder uns fragen, Herr, ich brauche dich. Herr, ich will nicht mit diesen Sachen mich gewöhnen jetzt mit allem, was ich habe. Ich will weitergehen. Ich will dich schauen. Ich will erleben. Das Volk Israel hatte die ganze 40 Jahre die Herrlichkeit Gottes gesehen, erlebt, stark. Und trotzdem, wisst ihr, nicht alle sind in das gelobte Land eingegangen, oder? Nicht alle. Die haben so viel erlebt. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und nicht alle. Wie viele sind rein? Aus der alten Generation 2. Sogar Moses. Der Mann Gottes, er durfte nicht rein. Gott nimmt es ganz ernst. Die neue Generation, die Gott noch nicht kannte, so wie die anderen gekannt haben. Aber Gott wollte mit den Neuen was machen und er sagt, ich führe euch und ich werde euch meine Herrlichkeit im Land Israel, in Kanaan zeigen. Das wird später das Land Israel. Aber ich werde mir zeigen. Ich werde vorangehen. Ich werde die Feinde austreiben. Und ihr werdet mich anbeten. Und ich werde einen Ort bestimmen, wo ihr kommen werdet, alle, und mich anbeten werdet. Und Gott glaubte. Gott glaubte an sein Volk. Und Gott glaubt auch heute an sein Volk weiter. Amen. Gott glaubt. Gott vergisst uns nicht. Gott, wenn er was gesagt hat, er hält das Wort. Und er hat auch uns gesagt, ich werde dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht versäumen. Ich werde bei dir sein, alle Zeit. Und das macht mir froh, wenn ich auch irgendwelche Dinge nicht verstehe, wenn ich auch falle. Aber Gott sagt, steh auf, Junge, steh auf. Ich habe einen Plan für dich. Steh auf, ich will weitergehen. Steh auf, bleib nicht liegen. Steh auf. Und Gott ist so gut. Aber das eine, was wir erkennen müssen, wir sollen ihn wirklich, seine Herrlichkeit spüren, jeden Tag, dass er da ist, dass er uns nicht alleine lässt. Aber wenn man jetzt rausschaut, wird man entrüstet von dem, wie die Menschen heute leben. Gestern waren wir beim Stadtbahnhof haben wir den Gottesdienst gehabt hier. Da drinnen in der Halle, nicht draußen in der Halle. Und da waren Menschen, die kamen ja, vorbei, die Reisende, waren auch welche, die reinkamen. Es war von der Allianz, einen Gottesdienst haben wir gemacht. Das Wort wurde gesagt, die Lieder wurden gesungen und wisst ihr, manche sind stehen geblieben, aber manche, ich habe in die Gesichter angeschaut, manche haben gedacht, so an den Gesichtern hast du, kann man mal ablesen, was wollt ihr da? Was für ein Humbug predigt ihr da? Ich habe manchmal gedacht, hey, verstehst du, was es geht? Bleib mal stehen. Viele junge Menschen gingen raus und rein. Bleib mal stehen, hör mal zu, das Wort ist für dich. Und ich habe gedacht, die gehen einfach vorbei. Denn ist egal. Ich weiß, wie ich mein Leben führen kann. Ich weiß, ich habe alles im Griff. Aber meine Lieben, ich glaube, wir brauchen wirklich diese Erschütterung. Wir brauchen etwas in Deutschland, dass Gott neu zu uns Menschen reden kann. Dass Gott neu Menschen erwecken kann zum Glauben. Und da braucht er Beter. Da braucht er Beter, die bereit sind, wirklich alles zu geben. Der braucht er Menschen, die die Schechina erlebt haben. Der braucht er Menschen, die diese Schechina wirklich wissen, was das heißt in ihrem Leben. Die wissen, wie man in der Gegenwart Gottes lebt. Die wissen, was Gott eigentlich, welche Pläne er hat. Die haben prophetische, die haben Weissagung, die wissen, dass Gott nur gute Pläne hat. Aber wenn wir nicht umkehren, wenn wir so bleiben, so leben, wie es bis jetzt ist, wir können etwas erleben, wie im Volk Israel. Eines Tages kommt der Prophet Haggai. Wer kennt diesen Prophet? Wir lesen bestimmt jede Woche vom Haggai, oder? Kennen wir diesen Prophet Haggai, wo er
diesen Prophet Haggai. Nur zwei Kapitel, lest mal so, das sind 30 Minuten weniger. Aber er lebte ungefähr 530 Jahre vor Christi Geburt. Das Volk Israel kommt aus der Gefangenschaft. Die Assyrer haben sie weggeführt. Und die kommen zurück und die bauen das Haus. Und die Mauern sind schon die Stadt hochgezogen, Nehemiah mit seiner Mannschaft. Und jetzt kommen die zweite Gruppe von den Gefangenen und die bauen. Und da kamen die Feinde, die haben gesagt, nee, das geht nicht. Die haben das Haus Gottes stehen lassen. Und wisst ihr, was sie angefangen haben zu tun? Sie bauen ihre Häuschen. Schaffer Häuslebauer. Sie haben wirklich, ob das Schwaben waren, weiß man nicht. Aber ob wir von da was haben, das Blut bekommen, keine Ahnung. Aber die haben wirklich gebaut. Und eines Tages kommt Haggai und sagt, Gott sprach. Ihr wohnt in getäfelten Häusern und mein Haus liegt wirklich in den Trümmern. Und Haggai, er sagt, fängt an, da zu bauen. Und die haben angefangen zu bauen. Und dann sagt Haggai dieses Wort. Er sagt, wisst ihr, wer diesen Tempel noch kennt, die ältere Generation, er war schön. Dieser Tempel war schön. Die Herrlichkeit Gottes, die Schechinah war da in diesem Tempel. Es war wunderschön. Wir haben tolle Gottesdienste erlebt. Gott hat sich manifestiert, uns gezeigt. Und wir haben das erlebt. Aber er sagt, wisst ihr, eines Tages wird der neue Tempel viel schöner, viel herrlicher sein als der alte Tempel. Und er prophezeite hier auf den Messias, er prophezeite hier auf Christus, dass eines Tages der kommen wird, der wirklich die Schechinah ist selbst, der die Herrlichkeit Gottes in sich hineinträgt, in die dunkle Welt, in die Welt, wo Menschen ohne Gott leben. Und Jesus kommt als Baby, wird geboren im Stalle von Bethlehem. Gottes Schechinah nimmt eine ganz neue Dimension ein. Gott wollte da immer mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Lichtglanz, den Volk Israel immer wieder Mut machen, ich bin da. Und jetzt sieht Gott, das Volk versteht ihn nicht. Das Volk geht zugrunde aus Unwissenheit, aus Mangel Erkenntnis. Ich muss selber kommen, ich muss ihre Sprache sprechen, damit sie verstehen, was ich meine. Und darum nimmt Gott was ganz anderes vor. Er wird Mensch. Er wird ein Baby, was für viele Menschen heute unbegreiflich ist. Wie kann Gott, der ewige Gott, der Schöpfer, der allmächtige Gott, ein Mensch werden, so wie du und ich? Und genau das ist passiert in Bethlehem. Und genau das ist passiert, damit die Menschen erleben, damit die Menschen es anfassen können, damit die Menschen reden können mit der Schechinah Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes. Und Johannes sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 14, er sagt, das, was sie erlebt haben. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und wir sahen seine Herrlichkeit, mein Lieben. Er sagt, wir sahen, wir haben es angefasst. Wir haben es angefasst, wir spürten. Wir wussten, er ist da, er ist uns nahe. Gott wird Mensch. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott ist Mensch geworden. Gott wurde Mensch, damit wir heute Kinder Gottes werden. Damit wir durch den Glauben an ihn erkennen, verstehen, wer Gott ist. Und das ist, was die Menschen heute hören sollen. Gott wird Mensch. Das ist keine Geschenke am Weihnachtsabend oder am Heiligabend zu verteilen, was in vielen Familien heute geschieht. Ein Kind hat mal gebetet, nach dem heiligen Abend zu Gott. Und sagte Gott, es war so ein toller Abend. Wir haben so viele Geschenke bekommen. Meine Familie war da. Ich danke dir dafür. Aber leider warst du nicht dabei. Und das ist so oft heute in vielen Familien. Wir teilen Geschenke aus, wir machen etwas, aber Gott ist nicht da. Es geht eigentlich um Weihnachten, um den Sohn Gottes, um das eigentliche Geschenk, um das Geschenk, was Gott dir und mir gegeben hat, den Menschen. Er gab Christus. Und dieser Johannes sagt, wir seien seine Herrlichkeit. Und er wohnte unter uns. Das Wort wohnte, das ist genau hier, das gleiche Wort, das griechische Wort Schechinah.
wenn man das aus dem Hebräischen, in diesem Wort wohnte, ist das Wort Shechinah auch mittendrin. Es heißt, Gott wohnte hier. Seine Herrlichkeit ist hier gewesen. Er zeltete hier. Er ist mitten unter seinem Volk. Er kommt jetzt nicht mehr in eine Wolke, in einer Feuersäule, in einem Feuerfackel. Er wird Mensch und seine Herrlichkeit ist hier unter den Menschen zum Anfassen, zum wirklich mit ihm zu reden. Er ist mitten unter ihnen. Er wird wohnen. Er geht durch die Straße, durch die Landstraßen Israels, auf den staubigen Straßen, er heilt die Kranken, er weckt die Toten auf, er treibt Dämonen aus. Und die Menschen sahen, wie es passiert alles. Und die Menschen sahen, dass dieser Gott wirklich, er ist Mensch geworden. Er tut Dinge, die kein Mensch tun kann. Aber Jesus hat auch gesagt, auch ihr, die ihr glauben an seinen Namen, werdet ihr das Gleiche tun. Glauben wir das heute Morgen? Ja, wir können sagen ja, ja. Wir sagen das ja, aber glauben das wirklich, wenn es drauf und dran kommt, für die Kranken zu beten? Wir haben schon oft versagt, ne, und sagen, okay, warum? Ihr habt gebeten, nicht passiert. Meine Lieben, ich will uns Mut machen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Dran zu bleiben, weil die Shechinah Gottes, die ist in dir. Wenn du Jesus Christus aufgenommen hast, die ist da und die Shechinah, die will sich, die Dotza, will sich manifestieren. Das ist nicht Gott, dass er nicht sich manifestieren will. Er will, aber das ist etwas in meinem Herzen, in meinem Leben, stimmt etwas nicht. Etwas stimmt nicht, wenn die Herrlichkeit Gottes sich durch dich und mich nicht manifestieren kann. Wenn die Menschen noch nicht bekehrt sind, deine und meine Verwandte, meine Lieben, das ist nicht Gott. Rainer Bonnke ist heimgegangen, ne? Haben wir von ihm gehört, das ist überall in YouTube seine Zeugnisse. Und das, was er eines Tages gesagt hat, oder in diesem Zeugnis, hat mich so berührt. Er sagt, als er nach Afrika ging, weil sein Herz brannte für Afrika, schon mit 9 Jahren hat er diese Berufung bekommen. Und als er dort war, hat er angefangen zu predigen und keiner hat ihn verstanden. Und er sah das, ja, ganz gewöhnlich wie in Deutschland. Und eines Tages hat er gesagt, kam ein afrikanischer Pastor in seine Gemeinde. Und er betete. Und die Menschen wurden gesund, von den Rollstuhl sind aufgestanden, die Blinde wurden sehend, die Dämonen sind ausgefahren. Und er sagt, ich sah es mit meinen Augen in meiner Gemeinde, dass was dieser Mann oder wie Gott durch diesen Mann wirkte. Und ich glaubte, ich sagte meiner Frau, ich kann das auch. Ich kann das auch. Weil der gleiche Gott, was in diesem Mann war, ist auch in mir. Ich kann das auch. Aber das eine Satz, was mich sehr bewegt hat, hat er gesagt, wisst ihr, ich musste verlernen. Ich musste neu lernen zu glauben. Aber ich musste verlernen, das, was ich in Deutschland gelernt habe, zu glauben. Und wisst ihr, ich glaube das. Das, was wir heute glauben, was wir heute wirklich hier fest zementiert schon haben und sagen, das ist mein Glaube. Aber ich glaube, manchmal muss man diesen Glauben wegwerfen. Das ist schon kein Glaube. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal sind wir so festgefahren und sagen, so nicht anders. Aber wenn etwas in unserem Herzen oder wenn irgendwelche Dinge nicht nach dem Wort Gottes sind, dann stimmt etwas in meinem Herzen nicht. Dann frage ich, muss ich Gott fragen, Herr, was ist da? Weil du hast gesagt, Jesus, weil es wird das Gleiche passieren. Das Gleiche, was er getan hat, wird auch bei uns passieren. Das Gleiche, was er tat. In Johannes 17, Vers 24, sagt Jesus in seinem Gebet, Johannes 17, das letzte Gebet, das Gebet, wo er vor der Kreuzigung noch gebetet hat, sagte er, zum Vater. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Er bittet den Vater und sagt, Vater, ich will genau dass die Menschen, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Mein Lieben, unterstreich, wenn du nach Hause kommst, unterstreich das bitte in deiner Bibel. Das ist so wichtig und bete darüber. Das ist mein Gebet, Herr, genau das will ich, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und ich frage mich, Herr, wie kann ich heute und jetzt deine Herrlichkeit sehen? Wie kann ich heute und jetzt das erleben, was du, Jesus, der Sohn Gottes, für mich gebetet hast? Jesus, ich will das, ich will das, ich will nicht weniger.
aber auch nicht mehr. Ich will das erleben, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Meine Lieben, das ist nicht eine Floske, das ist nicht nur Worte oder Sätze, was wir heute im Gottesdienst reden. Das ist das, was Jesus ehrlich mit dir und mir gemeint hat. Er sagt, Vater, ich will. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Ich will es. Und wenn Jesus es will, dann dürfen auch wir es wollen. Amen. Dann dürfen auch wir es wollen. Weil wenn das Jesu Wunsch ist an uns allen, dann dürfen wir auch ganz ehrlich sagen, Jesus, ich will auch. Jesus, ich will das sehen, wie deine Herrlichkeit in meinem Leben sich manifestiert. Jesus, ich will das sehen. Wisst ihr, eines Tages werden wir vor Gott stehen. Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Ohne Ausnahme. Jeder Mensch. Jeder Mensch. Und ich glaube, Jesus, ich persönlich, die Bibel sagt es nicht, ich glaube, dass Jesus mit dir oder mir manche Fragen stellt. Ich weiß nicht, aber ich nehme es an. Manche Fragen. Und das Größte, die erste Frage vielleicht, hast du mein Geschenk angenommen? Hast du mein Geschenk, wird Gott fragen, mein Sohn angenommen? Das wird er jeden Menschen fragen. Hast du mein Geschenk, meinen Sohn, meine Vergebung, meine Herrlichkeit angenommen? Und da werden vielleicht viele Menschen in Stocken kommen. Aber meine Lieben, das will Gott. Das will er, dass wir das Geschenk annehmen. Und wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, wenn wir Jesus wirklich aufnehmen, dann haben wir auch mit ihm alles aufgenommen. Die Bibel sagt, die Fülle in Christus, sie ist die Fülle der Gottheit, leibhaftig in Christus. Und das ist die Schechinah, die Herrlichkeit. Alles ist in Christus drin. Ich komme zum Schluss. 2. Korinther 4, 16 bis 18, wo Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, in Griechisch heißt es zerfällt oder vernichtet sogar besser, vernichtet wird, zugrunde geht, vernichtet wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Im Wort sehen, im Griechischen heißt es, wir schauen auf. Wir schauen wirklich, wir bleiben im Schauen. Wir sehen, wir können sagen, ja, wir sehen irgendwann, aber wir werden sehen. Im Griechischen heißt es ganz konkret, im Plural, ich bin dabei, ich will sehen. Vater, ich will wirklich, ich schaue an, ich bin da. Ich will dich sehen. Und er sagt im Vers 17, dass die Bedrängnisse, Vers 17 nochmal, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und wenn wir heute in Bedrängnis sind, wir sind noch nicht in der Zeit der Trübsal. Die Zeiten, die vor uns liegen, die werden nicht angenehm vielleicht noch für uns sein. Aber meine Lieben, da und dort sind Dinge in unserem Leben, die uns nicht gefallen, bestimmt. Aber die Bedrängnis, sagt Paulus. Paulus war sehr bedrängt. Er sagt, manchmal habe ich die Meinung, dass ich besser tot bin als am Leben, er schreibt in Korinther. Er sagt, wir sind zur Schau gestellt als Apostel für die Welt. Und er sagt, ich sterbe täglich für Christus. Und so weiter, das sind so viele. Und hier sagt wir, unsere Bedrängnis, die wird schnell vorübergehen. Und das, was wir heute, unser Leben, leben, 50, 60, 70, 90, 100 Jahre, was auch immer uns Gott schenkt, das ist das Wenige, was wir heute auf dieser Erde haben. Aber das Große, das Herrliche, was vor uns liegt, wird eines Tages sichtbar. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Aber was sichtbar ist, das ist ganz kurz. Wenn wir heute in Bedrängnis sind, in Problemen, meine Lieben, ich will dir heute Mut machen. Das wird nicht lange dauern. Amen. Stimmt es? Kannst du wirklich Amen sagen? Das wird nicht lange dauern. Schau mal zurück in dein Leben. Da waren Bedrängnisse, da war vielleicht eine Krankheit, ist nicht mehr da. Da waren vielleicht Missverständnisse, da waren vielleicht Dinge in meinem Leben, wo Menschen mich nicht verstanden haben. Ich war im Kampf, aber ist nicht mehr da. Es sind so viele Dinge in unserem Leben, wo wir, die vergehen, wenn man zurückschaut, ist nicht mehr da. Aber das, was vor uns liegt, was wir nicht sehen, das ist ewig.
Und das ist die Herrlichkeit, meine Lieben. Als Jesus am Kreuz hing und er ausgerufen hat, es ist vollbracht, alle, der Teufel, Satan selbst und alle Menschen um das Kreuz herum, die dachten, er hat verloren. Er hat verloren. Er hat nur gesagt, er ist der Messias, Mashiach, Yeshua, er ist nur ein Schwätzer. Alle dachten, er hat verloren. Ist alles vorbei. Es war nicht vorbei. Es hat nur der Anfang genommen. Amen. Das war erst der Anfang, weil Jesus ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist dein und meine, wirklich Rettung. Und das ist die Schechina am Kreuze für uns. Das ist die Schechina Gottes, die gekommen ist, um dich und mich selig zu machen. Als er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Da ist die Schechina wirklich, hat sich auf der ganzen Erde breit gemacht. Und heute nicht nur das Volk Israel darf die Worte Gottes hören, sondern auch alle Heiden. Und mich hat fasziniert auch damals, als Simeon in den Tempel kam und er den Jesus, den Baby, das Baby Jesus, das Jesus-Baby sah und er nahm es auf seine Hand oder auf seine Hände und sagt, so, und jetzt darf dein Diener in Frieden gehen. Und er sagte hier, dass die Heiden werden das Licht Gottes schauen. Und dann das Volk Israel, das mich fasziniert. Er hat scheinbar das falsch gesagt. Zuerst kommt das Volk Israel eigentlich und dann die Heiden. Aber Simeon hat hier was vertauscht. Er sagt, die Heiden werden das Licht Gottes sehen und das Volk Israel, dein Volk Israel. Und das macht uns, meine Lieben, die wir aus den Heiden waren, macht uns glücklich. Wir dürfen das, es ist nicht nur für das Volk Israel, die Schechina da, sondern für alle. Auch für jeden Menschen, die heute durch die Erde gehen. Amen. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist Weihnachten. Und wisst ihr, ich komme zum Schluss. Jesus erzählte mal eine tolle Geschichte von den klugen Jungfrauen. Die kennen wir alle auswendig bestimmt, was da alles passiert ist. Und die Törichten. Alle sind eingeschlafen. Alle. Alle 10. Keiner ist besser. Und als der Bräutigam kam, sind alle aufgewacht. Die rannten alle entgegen. Aber 5 Törichte, die haben kein Öl gehabt in ihren Lampen. Die Klugen, die haben Öl gehabt. Und sie gingen entgegen. Und sie wussten, der Bräutigam kommt und wir gehen. Er kommt mit Licht, er kommt mit Fackel. Er kommt mit seiner Schechina, mit der Herrlichkeit des Himmels. Er kommt. Und die Törichten, die hatten das Öl nicht, ich werde vielleicht so sagen, nicht mehr. Die Schechina, das Öl, die Liebe, der Heilige Geist, was auch immer wir unter diesem Wort bezeichnen, war nicht mehr da. Und das ist, was eines Tages auch sein wird. Leider ist so. Die Welt, die ist heute in Anspannung, was heute und jetzt an diesem Tag passiert, was draußen passiert, ist nicht normal. Der Dezember, so warm, ist nicht normal. Bis Weihnachten, plus kein Minus. Es heißt, mit unserer Welt passiert etwas. Tatsächlich, das ist nicht nur Leute, die da was reden von Klima, das ist die Tatsache. Wir gehen Zeiten gegen, die Bibel schon vorausgesagt hat. Und das ist die Tatsache, die Bibel, das ist die Wahrheit, sie spricht die Wahrheit. Und das heißt, wir müssen uns bereit machen. Gott hat alles getan, die Schechina ist da, für jeden. Aber sind wir bereit, mit dieser Herrlichkeit dorthin zu gehen, wo Gott uns hinruft? Mit dieser Herrlichkeit Gottes, so zu leben, wie Gott es will. Diese Herrlichkeit hinauszutragen, sind wir bereit? Ich rufe uns heute am 3. Advent zu. Lasst uns das zu Herzen nehmen, was Gott heute uns ins Herz legt. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nicht nur dieses Leben, das heißt das ewige Leben und das Leben in Gott, das ist das Leben in seiner Herrlichkeit. Und wir beginnen heute schon jetzt so zu leben. Wir brauchen das jetzt. Wir brauchen nicht irgendwann im Himmel die Herrlichkeit sehen. Da sagt Johannes, im 1. Brief Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 3, sagt er,
ihr Geliebten. Wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Aber wir sind schon Kinder Gottes. Wir sind schon. Aber wir wissen nicht, was wir sein werden eines Tages. Die Herrlichkeit Gottes ist so krass, wir können uns überhaupt das nicht vorstellen. Aber heute und jetzt können wir sie mehr und mehr Stück für Stück erkennen. Von einem Glauben zum anderen, von einer Herrlichkeit zum anderen, von einer Kraft zum anderen gehen. Das wünsche ich uns. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich uns allen als Gemeinde, meine Lieben. Lasst uns Menschen sein. Menschen sein, die kluge Jungfrauen gleichen, die bereit sind. Lass uns bitte aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du jeden von uns kennst. Und dass du uns dein Wort gesandt hast. Dein Wort sagt, und er sandte sein Wort und heilte sie alle. Vater, ich bete, dass dein Wort unsere Herzen heilt. Dort, wo wir krank geworden sind in unserer Seele, in unserem Geist vielleicht. Dort, wo wir Dinge nicht verstehen oder dich missverstehen. Dein Wort nicht akzeptieren. Deinen Willen nicht erkennen und anerkennen. Vater, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt berührst. Und ich danke dir, Vater, dass deine Herrlichkeit hier ist. Danke, dass deine Schechina hier ist, weil du es versprochen hast. Weil du es gesagt hast, dass es so sein wird. Du hast gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bist du mit deiner Schechina. Bist du hier. Danke, Jesus, für dein Versprechen. Und danke, dass wir dich spüren dürfen. Danke, dass deine Herrlichkeit so stark ist, dass wir in deiner Gegenwart manchmal auch noch still bleiben. Wir können nicht mehr reden, weil du so stark, deine Präsenz so stark ist. Ich danke dir, Jesus, dass du uns immer wieder neu führen willst, dass du uns immer wieder neu die Augen öffnen willst auf dich, Jesus. Es geht allein um dich. Es geht nicht um welche Dinge in dieser Welt. Es wird alles vergehen. Es wird alles vergehen. Es ist alles Schrott. Aber ich bete, mein Gott, dass wir auf dich schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass wir immer wieder unsere Blicke auf dich werfen und sagen, Jesus, lass deine Herrlichkeit auf mir ruhen. Jesus, lass deine Herrlichkeit mit mir jetzt gehen. Jesus, lass deine Herrlichkeit durch mich wirken. Und die Menschen, die brauchen deine Herrlichkeit. Die Menschen, die brauchen, Gott, deine Herrlichkeit. Sie wollen es sehen. Und ich bitte um Vergebung dort, wo wir nicht das waren, was wir eigentlich sein sollten. Vater, vergib uns. In Jesu Namen. Herr, die Dinge, die nicht okay waren in unserem Leben. Vater, vergib uns. Wenn wir so lieben, als ob wir noch 1000 Jahre auf dieser Erde leben werden. Vater, ich bete, dass du heute und jetzt unser Leben wirklich erforschst und zeigst uns, wo wir stehen. Vater, ich bete, dass deine Herrlichkeit in dieser Woche in jedem Einzelnen von uns sich stark manifestieren kann. Aber dass die Menschen sehen, in diesem Menschen ist wirklich etwas, was ich nicht habe und ich will das haben. Vater, ich bete, dass deine Kraft sich wirklich auf uns jetzt gerade kommt. Ich bete, Herr, dass deine Herrlichkeit jeden Einzelnen jetzt berührt.